Es wird erzählt über einen sehr reichen Mann, der ein einziges Kind gehabt hat, ein Einzelkind. Und dieser Sohn, wie es bei manchen Reichen üblich ist, wenn sie ein Einzelkind sind, war sehr verwöhnt, hat gemacht, was er will, hat nicht zugehört, hat sich mit einer schlechten Umgebung, schlechte Freunde und dadurch auch die Staaten wurden auch schlecht. Und er hat seinem Vater sehr viel Leid gebracht und sein Vater hat versucht, ihm zurechtzuweisen: Mein Sohn, ich liebe dich, das ist nicht der richtige Weg, mach das nicht. Diese Freunde, die sind jetzt da, weil du Geld hast. Morgen, wenn du kein Geld hast, die sind die Ersten, die dir ins Gesicht spucken werden. Vergiss das nicht. Und er versucht, ihm zu reden: Schau, kein Problem, nimm Geld, mach, aber mach ordentliche Sachen. Der Sohn, von da kommt es rein, von dort kommt es raus, er macht, was er will und ihm ist alles wurscht. Am Ende, der Vater sieht schon, er ist schon alt und der Sohn, wenn es so weitergeht, das ganze Vermögen geht zugrunde. Er ruft seinen Sohn, ruft einen Anwalt und sagt dem Sohn: Mein lieber Sohn, ich bin schon alt, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch leben werde und deswegen will ich jetzt schon mein Vermögen verteilen und auch mein Testament sprechen. Der Anwalt: Nein, nein, reden Sie nicht so, das ist, Sie werden noch lange leben. Er sagt: Ich will das jetzt tun. Er sagt: 1 Million werde ich geben meinem Sohn. 1 Million gebe ich meinem Sohn mit diesem Geld. Er nimmt das Geld heute und verschwindet von meinem Haus. Er verschwindet von meinem Haus. Dieses Haus darf er überhaupt nicht mehr betreten, sondern erst nach 1 Jahr, nach meinem Todestag, am Todestag darf er dieses Haus betreten, aber nur für einen Tag, von früh bis Abend und dann ist er wieder draußen. Erste Sache. Zweite Sache, die Mehrheit seines Vermögens. 20 Millionen für die Armen, für die Kranken und noch 10 Millionen dort und noch da, kurz gesagt, sein ganzes Geld, er verteilt. Der Sohn hört sich das an, es tut ihm zwar weh für die vielen Millionen, die woanders gehen, aber ich habe jetzt diese Million, ja, der Alte, er schreibt mich immer an, ab jetzt werde ich machen, was ich will, ohne dass mir jemand was sagt. Er nimmt die Million und verschwindet. Zeit vergeht nicht, so wie der Vater auch gesagt hat, einige Zeit vergeht und der Vater stirbt. Der Vater stirbt. Und der Sohn kommt auf die Beerdigung, tschick-tschack, ein Kaddisch und geht weg. Dabei mittlerweile diese 1 Million, sie wird verschwendet, schmeißt hin, da, dort, da, dient, da. Und langsam, wo die Million schon zu Ende ist, auch die Freunde werden langsam immer weniger und weniger. Und er hat versucht, von da Geld auszuborgen, wo er noch ein bisschen noch den Ruf gehabt hat, dass er reich ist. Er hat von da Geld ausgeborgt, von dort Geld ausgeborgt und nachher, wo er schon nichts zu bezahlen hat, hat er Schulden genommen, um andere Schulden zu begleichen. Kurz gesagt, ein Rad, das kein Ende hat. Und die Leute, das waren keine einfachen Leute, von denen er Schulden genommen hat, die sind zu ihm gekommen und haben gesagt: Mein Lieber, entweder Geld oder irgendwann einmal, wir schlachten dich, wir bringen dich um. Er sagt: Nein, schaut, ich werde Bezrat Hashem. Es sind noch ein Monat ist übrig geblieben. In einem Monat, das ist der Todestag, und dann kann ich in das Haus von meinem Vater reinkommen und er hat sicher dort viele, ich weiß, er hat dort Bilder gehabt, wo jedes Bild ein paar hunderttausend Euro wert sind. Und er hat noch gehabt dort Sachen, Antiquitäten. Es sind einige Millionen, sind dort nur in diesen Sachen und ich werde euch das ganze Geld bis zum letzten Cent bringen. Kein Problem. Wir warten bis zu dem Tag, es ist sicher mit Zinsen und so weiter, aber an dem Tag, wenn du von diesem Haus nicht mit dem Geld rauskommst oder zumindest mit irgendwas, was den Wert von dem Geld ist, dann bringen wir dich um. Kein Problem. Er wartet sehnsüchtig auf den Tag. Der Tag kommt und auch die Leute, die ihm Schulden gegeben, auch die warten. Und die kommen alle, jeder, der eine mit einer Axt, der andere mit einem Messer und ja, wir bringen ihn um. Er kommt zum Anwalt, nimmt die Schlüssel, zittert und macht die Tür auf.
Er geht rein in das Haus, sperrt sich ein und sieht sich herum. Die ganze Wohnung ist leer. Oh mein Gott. Mein Vater, auch das hat er mir angetan. Was soll das? Oh mein Gott, jetzt, wie komme ich da raus? Die bringen mich um. Die ganze Wohnung war leer und nur ein kleiner Tisch steht dort im Wohnzimmer. Auf dem Tisch ein kleiner Brief. Er rennt sofort dorthin, macht diesen Brief auf, denkt sich, sicher hat jetzt mein Vater da irgendein Check oder irgendwas Wertvolles drinnen. Er macht den Brief auf und beginnt zu lesen. Mein Sohn, ja, ja, ich weiß, du bist jetzt zu dem Tag gekommen, wo die Million, die ich dir gegeben habe, schon fertig ist. Und nicht nur das, ich weiß, du hast Schulden genommen. Und ich weiß, die Schulden, die du genommen hast, du kannst sie nicht zurückbezahlen, weil du hast noch andere Schulden genommen und Zinsen und hin. Und du bist jetzt in einer Sackgasse, du kannst nirgends raus. Entweder du gehst raus und draußen werden dich jetzt deine Ex-Freunde töten, oder ich gebe dir einen anderen Rat. Geh in den zweiten Stock hinauf und ich habe dir dort einen Brief vorbereitet. Er rennt sofort in den zweiten Stock, sieht dort, es gibt einen kleinen Hocker, oben einen Seil, um sich zu erhängen, und einen kleinen Brief. Mein Sohn, wenn du rausgehst, die bringen dich um. Egal ob draußen oder drinnen, so oder so wirst du sterben. Aber besser, komm als Zadik hinauf. Und deswegen, ich habe da noch hier jetzt niedergeschrieben, den Vidui, das Sündenbekenntnis. Sprich dieses Sündenbekenntnis vom ganzen Herzen und tue das, was du tun musst. Er beginnt zu weinen. Die Erinnerungen kommen wieder zurück. Mein Vater. Er hat mir so viel Gutes getan. Er wollte nur das Beste für mich. Wie dumm war ich? Wie habe ich nicht auf meinen Vater gehört? Weinend spricht er das Sündenbekenntnis. Ashamnu, Bagadnu. Ich habe irre geführt, ich habe dies gemacht und ich habe gestohlen, ich habe das, jenes. Und am Ende, weinend, nimmt er den Seil, legt ihm um den Hals, sagt, Schma Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, und lässt sich fallen. Mit dem, dass er sich fallen lässt, auch der Seil fliegt runter und auf dem anderen Ende war noch ein Brief. Noch ein Brief. Und da steht, mein lieber Sohn, ich weiß, ich wusste, du bist zu dem Zeitpunkt gekommen. Und ich weiß, jetzt hast du die Reue vom ganzen Herzen gemacht. Ein Vater liebt seinen Sohn, egal was er macht. Und deswegen, es gibt noch einige Millionen, die ich für dich übrig gelassen habe. Und diese Millionen findest du, nimm dort einen kleinen Ziegelstein runter und dort siehst du das ganze Geld, zahl all deinen Leuten, deinen Ex-Freunden die Schulden und beginn jetzt ein ordentliches Leben. Der Sohn hat sich gefreut, hat das Geld gefunden und die Schulden beglichen und seitdem hat er ein ordentliches Leben geführt. Aber man muss nicht dazu kommen, um all diese Briefe zu bekommen, um zu sehen, dass du schon im Vorhinein, auch wenn du satt bist und auch wenn du alles hast, lebe ein ordentliches Leben.